Block 16, Netzwerkanalyse. Also wir machen jetzt sowas Ähnliches wie vorher mit der Serienschaltung und Parallelschaltung, wo wir zuerst das gemacht haben und nachher gesagt haben, okay, wir können das formalisieren und wir können Ersatzschaltungen und Ersatzschaltbilder machen und sowas Ähnliches machen jetzt quasi mit allem, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir formalisieren dieses mathematische Lösen von Schaltungen. Und das heißt Netzwerkanalyse. Und im Grunde geht man einfach her und macht genau das, wie wir stur die Serien- und die Parallelschaltung sozusagen hergeleitet bewiesen haben, wie diese Formeln sind, indem wir den Kirchhoff anwenden. Und wir machen zwei Arten von Gleichungen. Wir machen für jeden Knoten eine Stromgleichung. Und da setzen wir einfach das ein, was Kirchhoff sagt, nämlich dass die Summe der zufließenden und die Summe der abfließenden Ströme gleich groß sind. Was wir dazu machen, wir müssen zuerst quasi einen Bezugssinn angeben für unsere Ströme. Und ich habe hier bewusst einen gewählt, der sehr komisch ausschaut, nämlich hier fließen alle meine Ströme nach oben. Das habe ich gemacht, um zu zeigen, dass es egal ist, in welche Richtung man den wählt. Weil es wird dann halt entsprechend positiv oder negativ, wenn dieser Bezugssinn nicht die gleiche Richtung zeigt, wie die Richtung, in der der Strom fließt. Also das der Richtungssinn heißt es dann. Die Richtung, in der es tatsächlich fließt, ist der Richtungssinn. Und Bezugssinn ist die Richtung, in die ich willkürlich einen Pfeil gezeichnet habe. Und dann ist halt meine Größe positiv, wenn Bezugssinn und Richtungssinn nicht in die gleiche Richtung zeigen. Also ich mache mal solche Pfeile für jeden Strom, den ich da so haben kann. Und dann mache ich für jeden Knoten so eine Stromgleichung, wo ich einfach die ganzen zufließenden Ströme nach meinem willkürlich gewählten Bezug sind und alle abfließenden Ströme aufsummiere und sage, das eine ist gleich dem anderen. Eine Regel, die du früher für Schaltpläne aufgestellt hast, hast du dir verletzt, weil du nämlich sagst, die Ströme sollten waagerecht eingezeichnet werden. Ja, das ist wahr. Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Und lange Haare. Gebrochen zu werden. Also wir machen diese, aber das ist natürlich recht, es wäre besser, die waagrecht einzuzeichnen. In dem Fall hat es halt mehrere Gründe, warum so meiner Meinung nach übersichtlicher ist, als wenn man da jetzt anfängt. Man könnte hier waagrecht einzeichnen, aber diesen Strom jetzt noch schwierig, dann müsste ich quasi hier, aber das ist eigentlich schon irgendwie. Ja. Gut, also wir machen für jeden dieser Ströme eine Stromgleichung. Schauen wir uns die erste an. Für welchen Knoten ist diese erste Gleichung? Für den Knoten U1, für den Knoten U2 und den Knoten U3? U1, genau. Also offensichtlich habe ich die zufließenden links und die abfließenden rechts. Und der Pfeil I1 zeigt zu dem Knoten, I2 zeigt zu dem Knoten, I3 zeigt zu dem Knoten. Das sind alles zufließende Ströme. Abfließende habe ich keine. Das heißt, die Summe von I1 und I2 und I3, die muss 0 sein. Das ist einfach nur das, was uns Kirchhoff sagt, wenn wir diese Schaltung hier sehen. Für den Knoten I2 habe ich dann eben die zweite Zeile. Da habe ich einen zufließenden, den I4 und zwei abfließende, nämlich das sind I2 und I3 und eben nach dem Kirchhoffschen Stromgesetz müssen die wieder gleich groß sein. Und dann habe ich hier einen dritten Knoten, U3, der ist zufällig mein Masseknoten, also wir wissen, dieses Potenzial ist sozusagen per Definition 0 Volt. Hier habe ich keine zufließenden, weil sowohl der I1-Pfeil als auch der I4-Pfeil, die zeigen beide weg. Aber ich habe eben diese beiden abfließend, das heißt 0 ist gleich die Summe von diesen beiden. Was fällt denn mehr oder weniger gleich auf, wenn man sich diese drei Gleichungen hier anschaut? Also an diejenigen, die jetzt irgendwie in der Mathematik ein bisschen sich sicherer fühlen. Ja, das ist überbestimmt. Ja, das ist überbestimmt. Sind linear abhängig. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hergehen und diese untere nach I1
Nur nach I4 umformen, da hätte ich I4 ist gleich minus I1. So rüberholen. Dann setze ich da ein, dann habe ich minus I1 ist gleich I2 plus I3. Das kann ich auf die rechte Seite holen. Dann habe ich 0 ist gleich I1 plus I2 ist gleich I3. Und das ist die gleiche Frage wieder oben. Also die beiden, also diese drei Gleichungen sind nicht linear unabhängig. Was heißt das, wenn ich so ein Gleichungssystem lösen möchte? Und die sind nicht linear unabhängig. Dass wir keine eindeutige Lösung finden können. Dass es entweder eine Lösung gibt oder keine, wenn es widersprüchlich ist. Genau. Das wäre, dass sie nicht eindeutig wäre, wenn es unterbestimmt ist. Aber die ist überbestimmt. Und das heißt, entweder gibt es eine Lösung, auf die Lösung wäre ich aber auch gekommen, wenn ich quasi einer der abhängigen Gleichungen rausgeworfen hätte. Das heißt, im schlimmsten Fall ist quasi eine, sorgt diese zusätzliche Gleichung dafür, dass es einfach keine Lösung gibt. Dass die einfach ein Widerspruch ist zu den anderen, ein Widerspruch steht zu den anderen Gleichungen. In dem Fall habe ich gerade gezeigt, dass hier nicht im Widerspruch steht, weil ich sie verwendet habe, um hier zwei gleiche Gleichungen aufzustellen. Das heißt, wir sehen einfach, das gibt es einfach hier eine Gleichung zu viel, die können wir wegwerfen. Und wenn man sich das durchdenkt, dann... Sie bleibt trotzdem beim Unterbestimmt eigentlich, weil sozusagen, wenn ich jetzt einsetze, ich habe jetzt I1, I2, I3, I4, ich habe vier Unbekannte sozusagen und die kann ich nicht mit... So meinst du? So gesehen, und die kann ich nicht mit der Gleichung bestimmen und wenn ich dann auch reduziere, habe ich nicht mehr praktisch... Eigentlich, wenn ich I4 ist gleich I2 plus I3 einsetze, in der ersten Gleichung habe ich I1 ist gleich, also eigentlich bleibt das Resultat nur mehr über 0 ist gleich I1 plus I4 auf Punkt. Das heißt, ich kann eigentlich nur mehr die Aussage treffen, I1 genau, ist gleich minus ja. I4 und über I2 und I3 kann ich überhaupt gar keine Aussage mehr treffen. Ja, wenn du gerade davon ausgehst, dass quasi alle vier Variablen sind, dann ja. Aber gehen wir mal darüber aus, quasi hinreichend viele sind konstant, dann, aber natürlich, das ist auch ein. Wenn das alles Variablen sind, ist das auch hoffnungslos unterbestimmt. Weil das Einzige, was ich hier weiß, ist, dass irgendwie I1, I2, I3, 0 ist in Summe und dass I1 und I4 verkehrtes Vorzeichen haben müssten. Aber das, da gibt es viele Werte, die diese Bedingungen erfüllen. Ja. Aber es kommen noch mehr Gleichungen. Und dann können wir uns das aussuchen. Gut, was macht man? Also wenn man darüber nachdenkt, über die physikalischen Grundbedingungen, aus denen ich diese Gleichungen extrahiere, dann kommt man drauf, dass die Tatsache, dass einer dieser Gleichungen von einer anderen Linie abhängig ist, dass es eine direkte Konsequenz aus dem Kirchhoffschen Stromgesetz ist. Was man in der Praxis macht, man stellt einfach diese Gleichungen auf und dann wirft man eine weg. Und man kann auch zeigen, es ist völlig egal, welche man wegwirft. Also man kann eine x-beliebige dieser Gleichungen wegwerfen und dann hat man auf einmal hat man dieses Problem sozusagen gelöst. Was viele Programme zum Beispiel machen, ist, dass sie einfach die Gleichung für den Masseknoten wegwerfen. Einen müssen sie wegwerfen und das ist der einzige, der irgendwie besonders ist, also machen wir es gleich. Gut, also das waren jetzt die Knotengleichungen. Und dann machen wir für jeden Zweig auch noch eine Gleichung. Die sind willkürlich gewählt. Also die Frage war, wie man auf die Stromrichtungen kommt, und die sind willkürlich gewählt. Ich hätte quasi diese Strompfeile auch anders zeichnen können, dann könnte ich trotzdem alles durchrechnen und am Schluss hätte dieser Strom ein anderes Vorzeichen. Also sagen wir zum Beispiel, ich rechne das durch und ich komme drauf, I1 ist 1 Ampere. Und dann fange ich noch einmal von vorne an, den gleichen Schalter an, ich verwende die gleiche Methodik. Das Einzige, was ich mache, ist, ich drehe diesen Pfeil um, sodass es nach unten zeigt. Und dann wird mein Ergebnis sein, I1 ist minus 1 Ampere. Ich gebe damit nur die Bezugsrichtung an, auf die sich das Vorzeichen von diesem Strom bezieht. Das suche ich mir aus und dann muss ich entsprechend das Ergebnis interpretieren. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, nicht ganz. Also mir ist nicht ganz klar, wieso, wenn ich die Stromrichtung von dem negativen Pol an der Spannungsstelle anzeige, ich dann bei den Widerständen quasi einen negativen Durchfluss kriege. Also wieso der Strom nicht Gut, die Frage ist, warum der Strom nicht in eine Richtung durch die Schaltung fließt. Und das tut er ja. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass I1 1 Ampere ist
und I2 und I3 ist jeweils minus ein halbes Ampere. Und durch dieses minus ein halbes Ampere heißt das, dass der Richtung von dem Strom entgegen der Richtung von diesem Pfeil ist. Und wenn ich die Pfeile so zeichnen muss, zwangsläufig, also entweder ist die Schaltung stromfrei, das kann natürlich auch sein, überall 0 Ampere, aber wenn die Schaltung nicht stromfrei ist, dann weiß ich mit dieser Pfeilrichtung, dass entweder I1 oder die anderen drei Ströme negatives Vorzeichen haben müssen. Also aus genau dieser Anschauung, auf die du dich beziehst. Und der Trick ist halt, dass man mit dem negativen Vorzeichen dann den Strom doch in die andere Richtung fließen kann. Okay, also wir haben das Kirchhoffsche Stromgesetz hier angewendet. Und das nächste, was wir hier machen, das ist de facto eine Anwendung des Kirchhoffschen Spannungsgesetzes. Wir machen es halt ein bisschen aufwendiger, wir kommen so auf mehr Gleichungen. Dafür ist das Schema einfacher, nachdem wir vorgehen. Wir nehmen die Gleichung, die die einzelnen Bauteile bestimmen, und setzen die ein. Und wir haben hier Widerstände, und Widerstände werden halt einfach bestimmt durch das ohmsche Gesetz. U ist R mal I. Wobei U ist immer der Spannungsabfall an dem entsprechenden Widerstand. Das heißt, für R1 wäre jetzt quasi das U, also der Spannungsabfall an R1, U1 minus U2. U1 minus U2 ist der Spannungsabfall an diesem Widerstand. Wenn wir hier oben zum Beispiel 9 Volt haben und hier haben wir 3 Volt und sind 6 Volt an diesem Widerstand abgefallen. Und damit haben wir hier unten linke Seiten, wo immer die Differenz von zwei Widerstandswerten steht. Da habe ich genau verkehrt um einzeichnet. Ja, warum? Weil ich die Stromrichtung so gewählt habe. Also danke, du hast recht. In dem Fall ist es U2 minus U1, weil eben mein Strompfeil sich so bezieht. Das habe ich mir gerade selber reingelegt. Und das heißt, mein Strompfeil geht sozusagen davon aus, dass U2 auf einem höheren Potenzial ist als U1. Also muss ich meinen Spannungsabfall dann entsprechend auch mit dem richtigen Vorzeichen nehmen und dann sagen, der Spannungsabfall ist U2 minus U1. So, und das ist natürlich für R1 und R2 der Fall. Die sind ja parallel, das heißt, sie haben den gleichen Spannungsabfall. Und dann haben wir eben nach dem gleichen Schema U3 minus U2, also wieder von unten nach oben, weil der Strompfeil so blöd noch drauf zeigt, das ist der Spannungsabfall an diesem R3-Widerstand. Aber das ist einfach nur das ohmsche Gesetz, dreimal hingeschrieben für diese drei Widerstände und dann halt R mal I, halt das entsprechende R von dem Widerstand, R1, R2, R3 und halt der jeweilige Strom, der halt zur zusätzlichen Verwirrung noch hier einen anderen Index hat als der Widerstand. Das heißt, RI2 ist der Strom, der durch R1 fließt und I3 ist der Strom, der durch R2 fließt. Ich glaube, das ist ein recht schönes, repräsentatives Beispiel, wie diese Dinge in der Praxis ausschauen, dass man dann mal anfängt, Strompfeile zu vergeben und anfängt, Indizes zu vergeben und am Schluss hat das alles, ist das ein wirrer Haufen von Variablen, die in Bezug zueinander stehen und man rechnet es dann einfach stur bis zum Ende durch, weil das weniger Aufwand ist, als nochmal von vorn anzufangen und diese Pfeile in eine bessere Richtung zu zeichnen oder die Indizes aneinander abzugleichen. So, was ist die erste dieser Gleichungen hier? Die 16.4-Gleichung. Welches Bauteil bestimmt die? Zeigst du uns die Schaltung dazu nochmal? Ich kriege ja nicht beides auf dem Bildschirm. Die Spannungsfälle. Die Spannungsfälle, genau. Wir haben hier vier Bauteile. Wir haben drei Widerstände und die Spannungsfälle. Und die Spannungsfälle, die wir in einem nachfolgenden Block dann sehen werden, das ist ein bisschen hin und her springen heute. Wie kann ich eine Spannungsfälle charakterisieren? Mathematisch. Ja, was ist konstant? Spannung. Welche Spannung? Zwischen den Polen. Zwischen den Polen. Die Spannung, die an der Spannungsfälle abfällt. Also beim Widerstand, sagen wir, die Spannung, die am Widerstand abfällt, ist gleich R mal I. Bei der Spannungsfälle sagen wir, die Spannung, die an der Spannungsfälle abfällt, ist gleich und dann eine konstante Zahl. 9 Volt. Egal, wie viel Strom da fließt, ob da gar kein Strom fließt, ob wir 1000 Ampere rausziehen,
bei einer idealen Spannungsquelle, wie der Name sagt, ist das eben eine konstante Spannung. Und das ist das, was diese erste Gleichung uns sagt, dass hier U1 minus U3 V1 ist. Und hier habe ich aus irgendeinem Grund V dann gewählt für den Bauteilparameter der Spannungsquelle, weil ich jetzt U bereits von den ganzen Knotenpotenziale genommen habe. Oder hier habe ich es eben andersrum geschrieben, habe ich gesagt, U1 ist U3 plus V1, genau das gleiche, ich habe quasi hier das Potenzial U3 und dann muss ich quasi noch die Spannung, die diese Spannungsquelle liefert, da drauf zählen, damit ich auf das Potenzial dort oben komme. Und I1 kommt nicht vor, das ist so der Strom, der durch dieses Bauteil durchfließt, aber dieses Bauteil ist eben so charakterisiert, dass es immer die gleiche Spannung hat, unabhängig vom Strom. Und das schlägt sich dann darin nieder, dass in der entsprechenden Zweiggleichung das auch gar nicht vorkommt, das I1. So, und dann muss ich noch eine Gleichung hinzufügen, nämlich muss ich eines der Potenziale in diesem Netzwerk auf einen konstanten Wert setzen. Und das mache ich halt beim Zeichnen von dem Schaltplan, indem ich einen Massepunkt einzeichne. Das haben wir damals gesagt, dass ich hier quasi immer nur so etwas Relatives habe. Ich habe quasi keinen physikalisch gegebenen Punkt, wo ich 0 Volt habe. Den muss ich mir selber definieren mit meiner eigenen Konvention, indem ich irgendwo das Massesymbol hinzeichne und damit sage ich, das Potenzial an dem Punkt, das ist das, was ich 0 Volt nenne und das muss ich dann natürlich auch noch in dieses System dort hineinsetzen, wenn ich hier zum Beispiel sage, U3 ist gleich 0. Und damit habe ich ein vollständiges Gleichungssystem, was ich jetzt lösen kann. Natürlich kann ich nicht alle diese Dinge als Variablen lassen. Also wir müssen zum Beispiel die Bauteilparameter festnageln. Wir müssen irgendwie sagen, was ist R1, R2, R3 und was ist V1. Dann können wir uns alle anderen Größen da was errechnen. Wir können aber natürlich auch hergehen und können sagen, okay, ich will, dass I1 so und so groß ist, dafür kann ich R3 beliebig wählen. Also es muss quasi nur die richtige Anzahl von Konstanten, der richtigen Anzahl von Variablen gegenüberstehen, sodass ich am Schluss so viele Variablen habe, die Gleichungen dort stehen. Aber was davon jetzt eine Variable ist und was eine Konstante, kann ich mir im Grunde aussuchen. Gut. Die Gleichung 16,4, wenn U3 0 ist, mit sinnlos irgendwie, 16,4? Na, die sagt dann einfach nur U1 ist gleich V1. Ja. Und das entspricht ja auch dem, was in der Schaltung ist. Nicht? Wenn ich sage, hier ist Masse, also 0 Volt, und dann tue ich hier eine 9 Volt Batterie hineinklemmen, dann habe ich hier oben das Potenzial 9 Volt. Weil es ja quasi 9 Volt über 0 Volt ist. Man kann natürlich hergehen und sich das ein bisschen abkürzen und quasi von vornherein sich ersparen, dass ich da eine Variable U3 definiere, wenn ich eh schon sehe, das ist der Massepunkt, dann trage ich immer das Potenzial 0 Volt ein, wenn ich das meine. Aber ich habe jetzt versucht, quasi einen möglichst allgemeinen Ansatz zu wählen und das quasi relativ weit unten zu machen. Damit habe ich quasi U3 als eigenständige Variable. Ich muss dabei jetzt nicht viel vom Lösen von Gleichungssystemen verstehen, um einen Wert von U3 zu finden, weil meine Gleichung 16,8 ist U3 ist gleich 0. Also das ist quasi die einfachste der Variablen in diesem Gleichungssystem. Und die zweiteinfachste ist dann wahrscheinlich diese Gleichung hier oben, die dann einfach nur sagt, U1 ist V1 und wenn V1 ein Parameter ist, dann ist U1 genau dieser Parameterwert. Bei den anderen muss ich mal überlegen, wie ich das löse. Ich kann das ganz, ganz klassisch lösen, indem ich die Dinge gegenseitig einsetze, bis dann am Schluss quasi nur noch ein gesuchter Wert ist gleich großer Term rauskommt. Ich kann erkennen, dass bei der entsprechenden Wahl von was ist ein Parameter und was ist eine Variable, ist das ein Linearsystem und dann kann ich das einfach nach Gaußschen Eliminationsverfahren lösen. Und wenn das ganz groß wäre, dann kann man irgendwie eine LR- oder QR-Zerlegung machen und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man solche Gleichungssysteme löst. Mit dem Ansatz könnte ich jetzt nicht dieses Scherndreiecksproblem lösen. Könntest du auch.
Du müsstest halt zwei solche Gleichungssysteme aufstellen, einmal für einen Stern und einmal für einen Dreieck. Und dann könntest du wahrscheinlich über Koeffizientenvergleich zeigen, was die entsprechenden Substitutionen sind. Gut. Wollen wir das? Ja. Die Frage ist, ob man die Masse überall hinzeichnen kann. Und ja, man kann das beliebig frei wählen. Das ist eine Konvention, die wir uns selber wählen. Und wie du sagst, wenn ich es hier hinzeichne, dann kommt was raus, was eher kontraintuitiv ist. Nicht? Also das ist, man sucht sich als Massepunkt meistens ein Extrem. Und meistens das ganz negative Extrem. In der Hoffnung, dass man dann immer nur mit positiven Potenzialen arbeiten muss. Das ist nämlich einfacher, weil alle Zahlen positiv sind. Aber ich glaube, wenn wir das Masse-Symbol gesprochen haben, habe ich schon erwähnt, dass gerade in der Telekom-Technik gibt es einige Teilgebiete, wo es üblich ist, dass das höchste Potenzial Masse ist und dann sind alle Potenziale, die man halt in Zahlenwerten ausdrückt, negativ. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ich das frei wählen kann. Und es ist gar nicht so doof, es gibt einige Operationsverstärkerschaltungen, wo die Masse in der Mitte ist und es gibt eine negative und eine positive Versorgungsspanne. Da hätten wir so einen Fall damit. Genau, aber das, wir hätten wahrscheinlich eine andere Speisung, weil die Masse nicht so floating in der Mitte, sondern... Ja. Aber, also ich wiederhole jetzt wieder ein bisschen. Nein, hast du gehört? Achso, du hast das Mikrofon da. Bist denn da? Ich brauche nicht wiederholen, weil du in der Position sitzt. Okay, sonst noch Fragen zu dem hier? Ich habe heute gesagt, ich möchte ein bisschen Maxima machen. Ich möchte nicht da am Flipchart stehen und Sachen runterrechnen, sondern ich möchte neue Dinge herzeigen. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen Maxima herzeigen, dann gebe ich euch verwenden könnt, um nicht nur so etwas, sondern auch ein bisschen aufwendigere Probleme selber zu lösen. Gut, ich starte mal bei mir Maxima. Und ich habe einen Anhang zu Maxima geschrieben im Skriptum. Das heißt, wenn jemand sich überlegt, das quasi einzusetzen, dann nimmt es quasi nicht das, was ich jetzt erzähle hier als Tutorial, sondern das, was ich jetzt hier mache, ist mehr sozusagen eine kleine Feature-Show. Ich zeige euch, was geht und wie schwierig die Sachen sind und an dem Anhang solltet ihr dann hoffentlich in der Lage sein, euch die Befehle zusammensuchen, die ihr braucht, um das eine oder andere Problem mit Maxima zu lösen. Maxima hat halt Befehle, die ich da so eingeben kann, und so ein Befehl ist solve, und da kann ich im ersten Parameter ein System von Gleichungen angeben. Da könnte ich zum Beispiel schreiben, a ist gleich, weiß nicht, 2 mal b und a plus 5 ist gleich b. Weiß schon wer, was a und b ist? So, also da hat er eine Lösung gefunden. Und da ist a minus 10 und b ist minus 5. Das können wir noch ausprobieren. Minus 5 mal 2, ja, das ist minus 10. Und minus 10 plus 5 ist minus 5. Passt. So, das hat er lösen können. Und wir können hier natürlich noch viel mehr Dinge machen. Wir können zum Beispiel sagen hier, a plus c ist gleich b. Und ich muss umstellen, dass er bei einem Enter den Befehl ausführt. So, sonst muss ich mal Control-Enter drücken. Das ist noch eine Überbleibsel aus der Mainframe-Zeit. Da gab es Enter und Datenfreigabe. Und ich habe die Idee gehabt, Datenfreigabe ist Control-Enter. Ja. So, jetzt haben wir hier gesagt, A, statt A plus 5 ist B, A plus C ist B. Und natürlich haben wir dann hier kein Ergebnis mehr, wo wir irgendwie fixe Zahlenwerte haben für beide gesuchten Größen A und B. Geht er nicht, das ist von C abhängig, sondern jetzt hat er halt uns gesagt, wie wir uns das ausrechnen können, indem wir den entsprechenden Wert von C einsetzen. Und was ich auch noch machen kann, ich kann hier hinten noch sagen zum Beispiel, C ist gleich 5. Also wenn man quasi irgendeinen Befehl angibt und dann hinten so mit Komma noch weitere
Variable ist gleich Wert, Variable ist gleich Wert, dann kann man so quasi gleich mal einsetzen. Im Grunde ist das nur ein Shortcut für einen anderen Befehl, nämlich Substitute. Aber so kann man dann eben sehr, sehr schön da mal sein algebraisches Klumpert hineinwerfen und dann hier hinten die entsprechenden Werte setzen. Gut, dann wollen wir genau das probieren mit dem Gleichungssystem, das wir gerade aufgestellt haben. Was passiert, wofür du jetzt eine Zahl einsetzt, die sich nicht lösen lässt? So, wenn man für C eine Zahl einsetzt, wo sich nicht lösen lässt, das geht in dem Fall nicht. In dem Fall gibt es für jedes C eine Lösung. C ist D. Naja, dann haben wir halt da ein D in der Lösung drinnen. Aber wir können natürlich sowas hier machen und dann sagen, C ist gleich 1. Nicht? Das hat dann offensichtlich keine Lösung. Dann kriegen wir eine leere Lösungsmenge. Und euch ist vielleicht vorher schon aufgefallen, dass hier zweimal Klammern sind. Und quasi diese Klammer hier, das sind quasi die entsprechenden Variablen aus der Lösung. Und die äußere Klammer gibt dann alle Lösungen an. Also wenn ich da eine quadratische Gleichung zum Beispiel löse, dann habt ihr ja nicht eine Lösung, sondern zwei. Und wenn ich jetzt irgendwie anfange, die Karte Wurzel von einer komplexen Zahl zu berechnen, dann habt ihr halt K-Lösungen. Und dann hätte entsprechend hätte ich hier nicht eine Lösung, sondern mehrere. Und kann man dann zum Beispiel mühsam mit der Hand die raussuchen, bei der die imaginäre Komponente 0 ist. Weil meistens sind sie dann die dann. Oder man findet einen weiteren Befehl noch, der dann genau das rausfindet. Gut, sonst noch Fragen zu dem, was ich da jetzt bis jetzt so grob gezeigt habe? Eckige Klammer, das heißt, was ist ein Gleichungssystem? Eckige Klammer heißt in Maxima, das ist ein Array. Und das ist Gleichzeichen, anders als andere Programmiersprachen, ist quasi nur Teil eines Ausdrucks. Und es gibt einen Zuweisungsoperator auch, das ist der Doppelpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, a ist gleich 5, dann habe ich nur quasi hier einen, a ist gleich 5 ist für Maxima ein Wert, ein algebraischer Ausdruck. Wenn ich jetzt hier dann das a schreibe, dann ist a immer noch a, also da hat er sich von da oben nichts gemerkt. Ich kann aber sagen a Doppelpunkt 5 und das ist dann diese Zuweisung. Und wenn ich dann sage a, dann weiß er, das ist 5. Und das ist ein bisschen ungewohnt vielleicht, wenn man von klassischen Programmiersprachen kommt, wenn man dann irgendwie gewohnt ist, ist gleich, ist eine Zuweisung. Da sind die, die Pascal schon mal programmiert haben, ein Vorteil, dort ist die Zuweisung Doppelpunkt ist gleich. Und da sind wir hier so ähnlich. So, dann kann man hier immer Clear Memory, so. Damit das A wieder weg ist. So, lösen wir ein Gleichungssystem. Ich kann da ja nicht beides am Bildschirm halten, aber ich kann es hier aufschlagen für mich. Und wir haben hier drei Stromgleichungen gehabt, wobei wir gesagt haben, eine werfen wir weg. Das heißt, ich schreibe jetzt nur die ersten beiden Stromgleichungen an. Das war I1. So. I1 plus I2 plus I3 ist 0. Und die zweite war I4 ist gleich I2 plus I3. Und die dritte schreiben wir nicht hin, weil eine werfen wir weg. Und dann musst du I1 und I4 ersetzen, oder? Dass du nur noch, oder lässt du eine willkürlich weg und hast dann vier Variablen? Ich habe einen weg, ich habe vier Variablen. Und das, ich könnte genauso gut. Ja, ich sollte nicht hier I4 durch I1 ersetzen, weil dann habe ich zweimal die gleiche Gleichung dort stehen. Also das. Ja. Sonst habe ich I4 nirgends mehr. Ich könnte aber eine andere weglassen. Ich könnte zum Beispiel sagen, naja, warum schreibe ich da eine so lange hin? Ich könnte ja stattdessen eine viel kürzere hinschreiben. Zum Beispiel 0 ist gleich I1 plus I4, die ist jetzt um ein Zeichen kürzer. Gut. Dann haben wir die vier Gleichungen für die vier Zweige, für die vier Bauteile, die wir haben in dieser Schaltung. Das war U1 ist gleich U3 plus V1, U2 minus U1 ja, ist gleich R1 mal I2. So, ich hoffe immer noch, dass das hier aufpasst, dass ich da nicht einen Blödsinn eingebe. R2 mal I3. U3 minus
2 ist gleich R3 mal I4. 4. Und dann müssten wir noch sagen, U3 ist gleich 0. So. Macht da vielleicht ein paar Umbrüche hinein. So. Kann man wieder alles noch sehen. So, jetzt müssen wir eben sagen, was die Dinge sind, nach denen wir suchen. Und die Dinge, die wir als konstant annehmen, die lassen wir einfach frei. Und man weiß auch, dass es quasi eine Konstante oder zumindest nicht eine Größe, nach der jetzt diese Gleichungen lösen sollen. Und was suchen wir? Was ist unbekannt für uns? Im einfachsten Fall sind für uns die Ströme und Spannungen unbekannt. Und die Bauteilwerte und so kennen wir. Das heißt, wir schreiben da jetzt hin, I1 suchen wir, I2, I3, I4, sowie U1, U2 und U3. So, und dann haben wir hier die Formel für jede einzelne dieser Größen. Und wir sehen hier die beiden Trivialen, die wir vorher gesehen haben, nämlich U3 ist gleich 0, naja, das haben wir direkt als Eingangsgleichung schon gegeben, und auch diese U1 ist gleich V1, wo wir gesagt haben, das ist die zweiteinfachste, da braucht man nichts verstehen von Lösen von Gleichungen, und der Rest wird halt ja ein bisschen kompliziert. Wenn ich jetzt aber schon Werte weiß für die Bauteile, wenn ich zum Beispiel weiß, V1 ist 9 Volt, und R1 ist, weiß ich nicht, 100 Ohm, R2 ist 200 Ohm und R3 ist 300 Ohm, dann schreibt er mir hier direkt die Ergebnisse. Weil er dann ja schon diese ganzen Zahlen einsetzen kann, dann brauche ich nicht diese Termine. Gut, jetzt kann man darüber streiten, ob das wirklich einfacher ist oder nicht bei einem System mit dieser Anzahl von Gleichungen. Aber jeder, der das kennt, diese Sache mit der Hand zu lösen, der weiß, wenn ich jetzt irgendwie die Anzahl der Gleichungen verdoppelt, dann heißt das nicht, dass ich nur doppelt so lang brauche, um das zu lösen. Sondern dann verrechne ich mich. Genau. Aber selbst wenn ich mich nicht verrechne, brauche ich länger als doppelt so lang. Also das Lösen eines Linearsystems ist von einem Komplexitätsgrad zwischen quadratisch und kubisch, je nachdem, welchen Algorithmen man hat. Und wenn man es mit der Hand macht, dann macht man meistens die ganz effizienten, sondern die, wo man sich nicht so leicht verrechnet. Also da kann man Zeit lang sitzen und da braucht man eingeben. Also da brauche ich doppelt so lang für doppelt so viele Gleichungen. Und am Papier brauche ich definitiv länger als doppelt so lang für doppelt so viele Gleichungen in einem System. Gut, also ich glaube, das Grundding ist klar. Und ich lade jeden ein, wenn ihr irgendwelche Beispiele löst oder andere Probleme habt, dass ihr das mal versucht, wenn ihr es schon nicht mit der Hand löst, dass ihr es zum Beispiel mit Maxima löst und nicht einfach nur ausprobiert oder in einem Schaltungssimulator löst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was als Werkzeug ganz gut ist. Warum ist das als Werkzeug ganz gut? Was kann ich hier zum Beispiel machen, was in einem Schaltungssimulator nur schwer geht? Das ist ein bisschen eine blöde Frage, weil wir haben noch keinen Schaltungssimulator gesehen bis jetzt. Ja, aber vielleicht hat jemand eine Idee. Ich habe es vorher schon angedeutet. Man kann vielleicht nach Bauteilen suchen, also man kann maximieren oder minimieren für irgendeine Zielfunktion. Genau, also ich kann, ich brauche jetzt gar nicht nach Maximieren oder Minimieren gehen, sondern ich kann einfach nach Bauteilwerten lösen. Hier lösen wir quasi nur noch den Strömungen und Spannungen. Aber ich könnte jetzt hergehen und könnte sagen, okay, ich möchte den Strom I1, den hätte ich gerne auf 1 Ampere festgelegt. Aber dafür hätte ich hier gerne V1 als zusätzliche freie Größe. Und dann kriege ich halt andere Zahlenwerte. Und dann weiß ich, wie ich jetzt V1 zu wählen habe, damit I1 1 Ampere ist. Und das kann ich in den meisten Schaltungssimulatoren nicht machen oder nur sehr, sehr holprig. Also da gibt es meistens Features, dass ich ihm einen Startwert gebe und dann versucht er den zu vergrößern und zu verkleinern, bis er irgendwie den gesuchten Wert umzingelt hat. Das geht ganz gut mit einer Größe, das geht ein bisschen mit zwei Größen. Wenn das irgendwie ein fünfdimensionales Problem ist, dann kann man diesen Ansatz vergessen. Dann geht das hier ganz gut. So, also das sind die Vorteile, dass ich quasi hier nach jedem beliebigen lösen kann. Was ist der Nachteil von dem gegenüber einem Schaltungssimulator? Überprüft dann die Logik. Genau, und ich muss Mathematik betreiben. Also
auch wenn ich es nicht rechne, ich muss mir nur noch überlegen, was sind die Gleichungen, die der Schaltung entsprechen. Beim Schaltungssimulator zeichne ich die Schaltung ab und das Programm weiß von selber, wie es dann diese Verknüpfungen von Bauteilen in ein mathematisches Konstrukt abbilden kann. Das heißt, je nachdem, was ich brauche, nehme ich entweder das eine oder das andere als Werkzeug, um meine Fragestellung zu beantworten. Gut, und je nachdem, was mein Hintergrund ist. Nicht? Wenn ich Akademiker bin, dann finde ich sowas super. Wenn ich nur basteln will, dann finde ich vielleicht den Schaltungssimulator besser geeignet, um meine Probleme zu lösen. Okay. So, ermitteln Sie durch Einsätze, das haben wir jetzt gemacht. Von. Ah. Platz. Siehst du das? Von. Oh. Gleich aufschreiben. So, den zweiten Teil lasse ich quasi als Übung für Experimentiergruppe und so, weil man natürlich diese Schaltung auch lösen kann, wie wir es vor diesem Block gemacht hätten, dass man einfach sieht, aha, wir haben hier eine Parallelschaltung von Widerständen, dann mache ich doch gleich mal einen Ersatzwiderstand. Und dann sieht man, aha, wir haben eine Serienschaltung von Widerständen, dann machen wir gleich mal einen Ersatzwiderstand. Und dann haben wir nur noch eine Spannungsquelle an einem Widerstand. Na, dann können wir uns I1 ausrechnen und I3 wissen wir dann auch schon. Und dann müssen wir nur noch die Stromteiler-Sache machen, die wir das letzte Mal gemacht haben, aber jetzt nicht wiederholt. Dass wir gesagt haben, der Strom teilt sich proportional zu den Leitwerten. Und dann kann ich quasi aus diesem Verhältnis der Leitwerte und einem I1 bzw. I4 I2 und I3 berechnen. Also ich kann auch auf diese Art und Weise diese Schaltung lösen. Das ist im Allgemeinen vielleicht sogar die gescheiteste, weil sie noch am nähersten an einer Anschauung von dem ist, was diese Schaltung macht. Also obwohl ich mir jetzt nicht so schwer tue mit diesen mathematischen Dingen, wenn ich da einen groben Schnitzer habe, kann es sein, dass ich da blind bis zum Ende durchrechne und erst am Schluss komme ich irgendwie drauf, Moment, dass der Strom in die Richtung fließt, kann überhaupt nicht sein, während wenn ich mit diesen Umformungen hier arbeite, habe ich immer eine gute Vorstellung davon, wie das der physikalischen Realität entspricht und dann passiert es mir nicht so leicht, dass ich irgendwo einen Fehler mache. Also das überlasse ich quasi als Übung für Experimentiergruppe oder daheim, dass man da vergleicht, ob bei diesen beiden Varianten das Gleiche rauskommt. So, welche Vorteile bietet die Netzwerkanalyse gegenüber dem Erstellen von Ersatzschaltbildern? Das habe ich jetzt gerade erklärt. Welche Vorteile bietet die Netzwerkanalyse gegenüber einem Programm zur Schaltungssimulation? Das haben Sie immer schon beantwortet. Und welche Nachteile gibt es? Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das heißt, diese Diskussion haben wir vollständig vorweggenommen. So, dann haben wir hier noch ein paar andere Übungen. Wir haben jetzt ein Programm verwendet, das dieses Gleichungssystem algebraisch löst. Ich möchte noch ein anderes Programm herzeigen, das macht aus erster Sicht so etwas Ähnliches, das löst auch ein Gleichungssystem, das ich ihm gebe, aber es löst das Gleichungssystem numerisch. Und das hat halt gewisse Vor- und Nachteile, wenn man die Sachen numerisch löst. So, das Programm ist verlinkt hinten bei dem Programm, also ich habe einen Anhang, wo die ganzen Programme verlinkt sind und da ist auch das dabei. So, und wie die Hälfte von allen Programmen, die ich herzeige, ist es von mir geschrieben. So, Equation Solver ist eben so ein Tool, wo man jetzt hier Gleichungen eingeben kann und der löst die dann. Und ich glaube, das erste, was wir da vorher gehabt haben, war A ist gleich 2 mal B und A plus 5 ist gleich B, richtig? Genau. Dann kann man da klicken Solve und wir sehen, okay, A ist minus 10 und B ist minus 5. Möchtest du das gerne größer haben? Noch. Ja. Ja, es geht. Dieser Browser hat hier das. Aha. Ja, aber leider nicht bei einem CSS. Schade. Das Problem ist, wenn ich hier noch größer mache.
Dann. Ja, ist okay. So. So könnte es gehen, jetzt drücke ich oben oft Enter, damit dann dieses Eingabefeld dort ist, wo wir es sehen können. So, ist das so gut? Ja. Gut, also dieses Programm hier, was es macht, ist ein Gauss-Newton-Non-Linear-Least-Square-Fit. Das heißt, ich kann hier auch überdefinierte Gleichungssysteme eingeben und er sucht dann die Lösung, wo der Fehler am kleinsten ist. Also wir wissen, jetzt ist es definiert und a ist minus 10 und b ist minus 5. Und jetzt könnte ich quasi noch eine weitere Gleichung eingeben, in der sage ich, a ist gleich 7. Und offensichtlich ist das jetzt nicht lösbar, weil wir wissen, die ersten beiden Gleichungen sagen schon, a ist minus 10 und jetzt sage ich, a ist gleich 7. Aber dann kann ich das lösen und er liefert mir trotzdem etwas, aber er sagt dann hier, remaining error ist 6,94, das ist der Betrag des Fehlervektors. Und wenn ich diese störende Gleichung wegnehme, dann haben wir hier, remaining error ist 0,000. Und also wenn man quasi blind Sachen eingibt, sollte man das im Hinterkopf halten, dass er quasi nicht schreit, Moment, das geht ja gar nicht, sondern er liefert halt eine Lösung, die gut an die, also die Parameter, die man gibt, noch am besten erfüllt. Das kann aber immer noch grottenschlecht sein. Okay, also wir versuchen jetzt einfach unser System damit zu lösen und damit kopiere ich einfach mal die das aus dem Maxima hier. Glücklicherweise ist die Syntax nicht so verschieden, das heißt ich kann das jetzt da mal nehmen und hier hineinkopieren. Das Einzige, was ich machen muss, ist, dass ich da ein paar dass ich Zeilenumbrüche mache, dort wo er Komma hat. So. Gut, und dann muss ich die Parameter auf einen festen Wert setzen, da gibt es das Doppelpunkt, das gleiche sieht man hier, also ich habe mal Pascal programmiert. Und da kann ich jetzt irgendwie sagen, ist gleich 100, R2, 200, R3, 300 und dann klicke ich da auf Solve und dann kriege ich da meine Ströme und Spannungen und mein Remaining Error ist irgendwie 3,140 E-16, das heißt, das ist quasi mal 0 und dann kommen irgendwie 0,16 Nullen und dann 15 Nullen und dann 3, 1, 4 und so weiter. Das war doch praktisch 0. Also für einen Ingenieur, der braucht sich nicht nachdenken, dass das nicht 0 ist. Heißt das mal 10 hoch minus 16, oder? Ja. Ja, mal 10 hoch minus 16. So, und wenn, ich mache jetzt wieder ein bisschen kleiner, weil wenn man sich mehr dafür interessiert, was da dahinter passiert, kann man auf dieses Solve with Debug Output klicken und dann sieht man hier die Jacobi-Matrix des Systems und was er dann macht in seinen Ausgleichsiterationen. Also wenn man sich ein bisschen für die Mathematik interessiert, wie man sowas numerisch lösen kann, da habe ich dann dieses Gadget eingebaut, dass man sich das auch anschauen kann. Ja, das kann halt auch ganz praktisch sein, wenn man irgendwelche Sachen löst. Weil es nämlich viele Dinge gibt, wenn ich jetzt nicht so ein Linearsystem habe oder etwas, wo es zumindest kollineare Komponenten gibt, wenn ich irgendwie sage, das sind beides Variablen, sondern irgendwas Blöderes, wo ich irgendwie Formel für eine Diode drinnen habe, Exponentialfunktionen und so, da kann es sein, dass das Maxima dann aussteigt und sagt, das kann ich leider nicht algebraisch lösen. Und numerisch kann man solche Sachen auch relativ gut lösen, solange man es halt mit lauter hübschen Funktionen zu tun hat. Also in dem Fall sollte irgendwie alles Lipschitz-stetig mit kleiner Lipschitz-Konstante sein und das trifft aber zu für die ganzen Probleme, die wir uns so anschauen. Und monoton, also nicht monoton ist die Hölle für lineare Solver. Gut, und das geht auch, dass man sowas numerisch löst, unter anderem mit dem Vorteil, das läuft im Browser, also man braucht jetzt irgendwie nicht ein Programm installieren, sondern man kann hier direkt im Browser Rechenssystem nutzen.
Gut. Dann haben wir das gemacht. Wir haben hier nicht nur I1 bestimmt, sondern alle anderen auch, weil der spuckt halt alles aus, was eine Variable ist. Und dann kann man natürlich hier noch hergehen, lasse ich auch alles jetzt offen für Übungen in der Experimentiergruppe oder daheim, dass man zum Beispiel ein R berechnet in Abhängigkeiten von Strömen und Spannungen und so weiter. Ich habe es vorher schon gemacht beim symbolischen Lösen. So, und das haben wir gleich von Anfang an gemacht. Wir haben von Anfang an ein Programm verwendet, das das macht. Wir haben den Punkt übersprungen, wo ich einfach da am Whiteboard stehe und irgendwelche Dinge einsetze und einen Abschreibfehler mache und dann suchen wir den gemeinsam. Okay, Fragen zu dem Punkt Netzwerkanalyse. Also ich glaube, ich habe euch jetzt ein Kochrezept mitgegeben, mit dem ihr eigentlich jede beliebige Schaltung lösen könnt, wenn ihr wisst, wie ihr zu jedem Bauteil das Bauteil über eine Gleichung charakterisieren könnt. Bei Widerständen wissen wir das. Das ist USDR mal hier. Und bei Spannungsquellen haben wir es gerade gelernt. Das hätte man sich auch denken können, dass man das so macht, aber man kann sagen, wir haben das jetzt gelernt. Und solange ihr wisst, quasi wie das Verhalten, also wie das Verhältnis immer zwischen Strom und Spannung von einem Bauteil, so eine Formel anschreiben kann, können Sie auf diese Art und Weise jede beliebige Schaltung lösen, jeden beliebigen Bauteil, Parameter bestimmen aus anderen Dingen, die ihr schon wisst über die Schaltung. Das ist ein unglaublich mächtiges Tool. Gut.